Und jetzt einen tosenden Applaus für unsere Siegerin in der Einzelwertung der Damen. Und der unsere Siegerin heißt Selina Planken vom Lobstin Athletics und vom Dresdner SC. Hey, ihre Siegerzeit 17:35. Und auch sie erhält natürlich Pokal, Urkunde und den Sportcheck-Gutschein hier bei uns auf dem Podest. Und jetzt das Siegerlächeln-Mädchen. Mensch, komm, die Kameras. Oh Gott, die Fotografen stürzen gleich selber. Und jetzt nochmal ein tosender Applaus für unseren Einzelwertung der Lage. Auf dem Podium und ich glaube, ihr müsst gar nicht so weit weglaufen, denn wir kommen jetzt zur Mannschaftswertung bei den Damen. Und als allererstes darf ich den dritten Platz hier nach vorne bitten. Ich glaube, unser Siegerpodest ist groß genug und das heißt, wir bitten jetzt den Drittplatzierten bei den Frauenteams nach vorne und das ist mit einer Gesamtzeit von 1:27:02 der Läufer von Schwarzenberg. Und die Sandra Weißbach und hier Lotta Hanselmann, unsere vier Damen auf dem dritten Platz. Ja, da gibt es natürlich auch die Urkunde und unseren Pokal. Und weiter geht es mit dem zweiten Platz. Und der geht an den Triathlonverein Dresden. Die Gesamtzeit 1:20:24. Paulina Koresch und Anne-Sophie Scholz. Und auch hier gibt es natürlich Urkunde und Pokal in der Teamwertung der Damen. Ein Podestplatz, ein Podiumplatz ist noch nicht belegt. Und diese Damen, die hier eine absolute Spitzenleistung vollzogen haben, wollen wir natürlich auch nach vorne bitten. Ihre Gesamtzeit 1:13:44 und das Siegerteam ist das Lobstin Athletics Dresden SC. Das Podium gefüllt und damit gibt es nur strahlende Damen. Einen riesen Applausgewitter nochmal für unsere Teams. Hey! Und den Damen gefällt das so gut hier bei uns auf dem Podium, die wollen gar nicht runter. Ich kann es verstehen. Es ist wirklich ein toller Anblick, oder? So, nachdem wir die Damen hier bei uns auf dem Podium geehrt haben, wollen wir natürlich auch die Herren ehren. Und auch hier beginnen wir natürlich mit der Einzelwertung der Herren und dort auf dem dritten Platz. Vom Team Salomon auf Dresdner Laufsportart in einer Zeit von 15:16. Der dritte Platz geht an Petra Kronwieser. Und auch hier gibt es natürlich